SpaceX hat in den letzten Jahren die Raumfahrtindustrie revolutioniert. Von der ersten wiederverwendbaren Raketenstufe über Innovationen in der Raumkapseltechnologie bis hin zu bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der Schwerlastträgerraketen mit dem Starship-System hat sich das Unternehmen immer wieder als führend in der Raumfahrttechnologie erwiesen. Dennoch sieht sich SpaceX trotz seiner technischen Erfolge erheblichen Hindernissen gegenüber. Insbesondere die behördlichen Verzögerungen durch die Federal Aviation Administration oder kurz FAA sowie vermeintliche Umweltbedenken verzögern den Zeitplan für den nächsten Starship-Testflug erheblich. Diese Hindernisse sind zwar bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt, um die öffentliche Sicherheit und den Naturschutz zu gewährleisten, aber die Zeit, die benötigt wird, um diese Prozesse abzuschließen, wird zunehmend problematisch. Es ist bemerkenswert, dass nicht alle Naturschutzbedenken auf dem Gedanken basieren, die Natur zu schützen. Einige scheinen vielmehr von einer kritischen Haltung gegenüber Elon Musk motiviert zu sein. Die FAA hat Prozesse angehalten, weil Medien, die bekannt dafür sind, regelmäßig kritische Berichte über Elon Musk und seine Unternehmen zu veröffentlichen, wieder einmal unbegründete bzw. unbestätigte Informationen verbreitet haben. So wird der nächste Starship-Testflug oder Flug 5 nun frühestens Ende November stattfinden, obwohl die Hardware bereits seit Anfang August einsatzbereit ist. Die Federal Aviation Administration hat sich als einer der größten Hürden für SpaceX herausgestellt. Nach jedem Start müssen gründliche Prüfungen durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Sicherheits- und Umweltstandards erfüllt sind. Soweit ist das einmal nicht verwerflich. Die Bedenken hinsichtlich der potenziellen Umweltauswirkungen, insbesondere in der sensiblen Küstenregion von Boca Chica, Texas, haben zu erheblichen Verzögerungen und Untersuchungen geführt. Die Praktiken, die SpaceX anwendet und deren Auswirkungen auf die Umwelt sowie die Flora und Fauna in Südtexas, wurden über Jahre penibel auf vielen hundert Seiten untersucht und dokumentiert. SpaceX hat sich dazu verpflichtet, eine Reihe von Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen und hat dafür die Lizenz erhalten, ihre Anlagen zu verwenden. Eine Lizenz wurde auch für den Einsatz des Kühlsystems unter der Startrampe von Pad A in Starbase ausgestellt, das mit Trinkwasser gespeist wird. Im Juli 2024 tauchten Falschmeldungen von der New York Times und anderen Nachrichtenagenturen auf, die suggerierten, dass SpaceX bei einem Einsatz ihres Kühlsystems industrielles Abwasser ohne Genehmigung in die umliegende Sumpflandschaft gepumpt habe. Wenn man dem neuesten SpaceX-Blogpost Glauben schenken kann, dann operierte die Anlage jedoch mit Erlaubnis der Umweltbehörden und der FAA. Auch wurde das sogenannte industrielle Abwasser von den Behörden untersucht und festgestellt, dass es keine nennenswerten Schadstoffe enthält. Somit ist es sicher und unbedenklich, dieses System einzusetzen. Nichtsdestotrotz hat die US Environmental Protection Agency oder kurz EPA eine Strafe von rund 150.000 US-Dollar verhängt, obwohl die Genehmigungen für den Einsatz der Kühlplatte vorhanden waren und die Behörde selbst das eingesetzte und abgeführte Wasser für unbedenklich hält. Allerdings unterscheidet die Behörde anscheinend zwischen einer Genehmigung für den Einsatz der Platte und dem Ableiten von Wasser in das Umland. Und hier geht es nicht um das Geld. Das tut SpaceX nicht wirklich weh. Seither hat SpaceX eine entsprechende Lizenz beantragt. Die zuständige Behörde, die Texas Commission on Environmental Quality oder kurz TCEQ, hat erklärt, dass die Ausstellung einer solchen Lizenz mindestens 330 Tage dauert. In anderen Worten, fast ein ganzes Jahr. Demnach könnte SpaceX frühestens am 1. Juli 2025 erneut starten. Das ist absurd, wenn man bedenkt, was SpaceX vorhat und womit sich die Bürokraten in diesen Behörden in den Weg stellen. 330 Tage für ein Blatt Papier, das es erlaubt, Trinkwasser in eine Sumpflandschaft zu leiten, in der es regelmäßig stark regnet und die direkt an das Meer grenzt. Diese Absurdität ist an Komik und Tragik kaum zu übertreffen. Es hat auch nicht unbedingt mit einer Abneigung gegen Elon Musk zu tun. Wir hier in Österreich und Deutschland können auch Lieder von solchen unsinnigen bürokratischen Hindernisläufen singen.
Andererseits muss man auch ganz deutlich dazu sagen, dass SpaceX ein Unternehmen ist, das mit 200 Milliarden US-Dollar bewertet ist, die Speerspitze der Raketentechnologie bildet und etwa 20.000 Mitarbeiter hat. Unabhängig von der Unsinnigkeit von Regeln und Gesetzen, sollten Sie die beste Rechtsabteilung haben, die man für Geld bekommen kann. Sie sollten solche Dinge wissen und nicht gegen Wände laufen wie Amateure. Es ist ja nicht Ihr erster Tag in der Welt der Bürokratie. Während es verständlich ist, dass die Umwelt geschützt werden muss, dauert der Prozess zur Genehmigung von Starts oft länger als notwendig. Dies steht im Kontrast zur Dringlichkeit des SpaceX-Programms, das nicht nur den Mond, sondern auch den Mars als Ziel hat. In einem seiner kürzlich geposteten X-Beiträge erklärt Elon Musk, dass die ersten unbemannten Starship-Flüge zum Mars bereits in 2 Jahren stattfinden könnten, wenn das nächste Erd-Mars-Transferfenster geöffnet ist. Diese Missionen sollen die Landefähigkeiten auf dem Mars testen. Wenn diese dann erfolgreich sind, könnten die ersten bemannten Flüge in nur 4 Jahren stattfinden. Auch wenn diese Angaben mit einem Faktor Elon Time multipliziert werden müssen, könnte es durchaus realistisch sein, dass statt 2 und 4, 4 und 6 Jahre zur Anwendung kommen. Diese ehrgeizigen Pläne hängen jedoch entscheidend davon ab, wie schnell SpaceX die notwendigen Genehmigungen erhält, um weiter zu testen und die Technologie zu perfektionieren. Ganz abgesehen von dem größeren und in meinen Augen auch wichtigeren Ziel von SpaceX, den Mars zu erreichen, hängt auch der Fortschritt des Artemis-Programms am Erfolg von Starship. Obwohl die Hardware für den nächsten Testflug bereits fertig ist, hat die Bürokratie die Vorbereitungen um Monate zurückgeworfen. Wenn weitere Einwände oder Verzögerungen durch Umweltgruppen oder die FAA auftreten, könnte sich der geplante Starttermin Ende November noch weiter nach hinten verschieben. Diese Verzögerungen sind besonders frustrierend, wenn man bedenkt, dass SpaceX bereits zahlreiche Fortschritte erzielt hat. Das Unternehmen hat mit der Falcon 9 die erste wiederverwendbare Raketenstufe entwickelt und erfolgreich kommerzielle Flüge durchgeführt, die die Raumfahrt für eine breitere Masse zugänglich gemacht haben. Dank SpaceX können es sich nun viel kleinere Unternehmen, Behörden, Institutionen und sogar Privatpersonen leisten, Nutzlasten ins All zu bringen. An dieser Stelle zu argumentieren, dass das dir oder mir nicht hilft, ist, als würde man Anfang des 19. Jahrhunderts sagen, dass es dem Normalbürger nichts bringt, wenn ein reicher Unternehmer ein Stück Eisenbahnschienen legt. Oder wenn man Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hätte, dass Fliegen nur ein Vergnügen für die Reichen ist. Ein weiterer Faktor, der die Fortschritte von SpaceX behindert, ist die Art und Weise, wie das Unternehmen und Elon Musk persönlich in den Medien dargestellt werden. Insbesondere die New York Times hat in der Vergangenheit mehrfach Hitpieces veröffentlicht, die sowohl SpaceX als auch Elon Musk mit aller Gewalt in ein schlechteres Licht rücken. Diese Artikel wurden oft später zurückgezogen, da sie sich als falsch oder übertrieben herausstellten. Es scheint, dass blindes Misstrauen gegenüber Elon Musk dazu führt, dass solche Artikel geschrieben werden, die dann nicht nur SpaceX, sondern auch der gesamten Raumfahrtgemeinschaft schaden. Journalistische Integrität ist vielen dieser Profession schon lange ein Fremdwort. Die Bedeutung des Starship-Programms kann nicht oft genug betont werden. Es ist nicht nur für die Raumfahrt von großer Relevanz, sondern könnte langfristig das Überleben der Menschheit sichern. Elon Musk selbst hat wiederholt erklärt, dass die Menschheit multiplanetar werden muss, um das Überleben des Bewusstseins zu sichern. In einem kürzlich geposteten X-Beitrag sagte er, eine multiplanetare Spezies zu sein, wird die mögliche Lebensspanne von Bewusstsein enorm vergrößern, weil wir dann nicht mehr metabolisch und wortwörtlich alles auf eine einzige Karte setzen. Die Bedeutung dieser Aussage darf nicht unterschätzt werden. Wenn die Menschheit es schafft, eine selbsterhaltende Kolonie auf dem Mars zu errichten, würde dies die Überlebenschancen unserer Spezies erheblich vergrößern. Ein weiterer zentraler Punkt in Musks Vision ist die Reduzierung der Kosten pro Tonne Nutzlast zum Mars. Derzeit liegt der Preis bei etwa 1 Milliarde Dollar pro Tonne, was untragbar ist, um eine selbsttragende Stadt auf dem Mars zu errichten. Musk hat betont, dass diese Kosten auf etwa 100.000 Dollar pro Tonne gesenkt werden müssen. Das bedeutet, dass die Technologie um das 10.000-fache verbessert werden muss. Eine gewaltige Herausforderung, aber keine unmögliche. Und das bringt uns wieder zurück zu den behördlichen Verzögerungen. Jedes Mal, wenn der Start eines Starships verschoben wird, wird nicht nur Zeit verloren, sondern auch erhebliche finanzielle Mittel.
Es ist entscheidend, dass die FAA und andere zuständige Stellen effizient arbeiten, um sicherzustellen, dass die Tests ohne unnötige Verzögerungen fortgesetzt werden können. Besonders weil die FAA vor einigen Wochen in einem Statement versicherte, dass sie die Prozesse verbessern würden, um mehr Missionen zu ermöglichen. Die behördlich erzwungenen Verzögerungen lässt SpaceX allerdings nicht ungenutzt verstreichen. Es wird unermüdlich weitergearbeitet und entwickelt. Insbesondere die Arbeiten an den Fangarmen des ersten Turmes in Boca Chica haben große Fortschritte gemacht. Sie haben unzählige Verstärkungen erhalten, um sie robuster zu machen, und die Innenseiten der sogenannten Chopsticks wurden mit Stoßdämpfern ausgestattet. Diese Fangarme sind entscheidend, um die Raketenstufen nach dem Start sicher zu fangen und so die Wiederverwendbarkeit zu maximieren. NASA Spaceflight hat während der letzten Chopstick-Tests entdeckt, dass der Turm ein wenig schwankt. Inwieweit das beabsichtigt ist, kann man von außen nicht wirklich sagen, aber seither wird auch die Turmstruktur mit zusätzlichen Elementen verstärkt. Darüber hinaus wird der zweite Startturm bald fertiggestellt sein, was die Startkapazitäten von SpaceX erheblich erhöhen wird. Die endgültige Höhe ist bereits erreicht, aber Fangarme und Startplattform sowie Flammengraben und Kühlsystem sind noch nicht in Sicht. Um den zweiten Turm mit Verbrauchsgütern versorgen zu können, erweitert SpaceX das bestehende Tanklager. Dafür wurde Starhopper vor einigen Tagen auf die andere Seite der Straße verfrachtet, um Platz zu machen. Inzwischen ist dieses gigantische Gebäude, das unter dem Namen Star Factory bekannt ist, fertiggestellt. Das erlaubt es SpaceX, ihre Produktionsrate und Qualität zu steigern. Auch das neue Bürogebäude nähert sich einer Fertigstellung und wird bald mit der Star Factory verbunden sein. Es hat ewig gedauert und darüber habe ich auch schon eine eigene Ausgabe produziert, die du unten natürlich verlinkt findest, aber SpaceX hat es endlich geschafft, dieses Grundstück zu erwerben, das ihnen erlaubt, diese Fläche auch zu nutzen. Inzwischen sind sie bei Block 2 der Starship Evolution angekommen. Bei Flug 5 wird allerdings noch das letzte Block 1 Schiff zum Einsatz kommen. Wenn du den Unterschied zwischen den verschiedenen Starship Blöcken noch nicht kennst, dann habe ich genau das richtige Video für dich im Abspann verlinkt. Trotz aller Herausforderungen bleibt die Zukunft von SpaceX und dem Starship-Programm vielversprechend. Elon Musk und seine Teams arbeiten weiterhin unermüdlich daran, die Vision einer multiplanetaren Spezies zu verwirklichen. Es wird noch viele Hürden auf dem Weg geben, sei es durch behördliche Auflagen oder durch medialen Gegenwind. Doch die langfristigen Ziele von SpaceX, die Erschließung des Weltraums und die Sicherung des Überlebens der Menschheit, sind von unschätzbarem Wert. In den kommenden Monaten wird es entscheidend sein, wie schnell SpaceX die Genehmigungen für die nächsten Starship-Testflüge erhält. Der Erfolg dieser Missionen wird nicht nur den Weg zum Mars ebnen, sondern auch die Zukunft der Raumfahrt insgesamt prägen. Bevor ich mich verabschiede, noch der Hinweis auf die brandneue Mars-Chroniken-Website. marschroniken.space ist die Adresse. Geh gerne jetzt drauf, teste die Seite auf Herz und Nieren und hinterlasse uns dein Feedback im Forum. Und jetzt geht noch ein riesiger Dank an alle Kanalmitglieder und Patrons, die den Kanal tatkräftig unterstützen. Ich freue mich, wenn auch du Mars-Chroniken unterstützen möchtest, damit wir weiterhin wachsen und gedeihen können. Mein Name ist Sirwan und das war Mars-Chroniken. Danke fürs Einschalten, Peraspera, ad astra.